Wenn die größte deutsche Airline in den Nachrichten in Verbindung gebracht wird mit Arbeitsniederlegung, dann wundert sich da aktuell wahrscheinlich niemand mehr so richtig drüber. Dafür hat die Lufthansa in den letzten Jahren dann doch etwas zu oft gestreikt. Dabei sind es ja gar nicht immer die gleichen Mitarbeitergruppen, die da die Arbeit niederlegen, und es wird auch nicht immer aus den gleichen Gründen die Arbeit niedergelegt. Aber wenn man ganz einfach als Passagier mit der Lufthansa von A nach B fliegen möchte, dann interessiert einen das nicht so wirklich. Verständlicherweise. Und dann beginnt die große Diskussion, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Und das ist jetzt gerade auch wieder Thema und deswegen unterhalten wir uns darüber mal kurz. Viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mitbekommen habt ihr das wahrscheinlich alle und ich weiß, dieser Kanal ist auch gar nicht unbedingt der richtige Ort, um über einen Streik zu sprechen, denn da seid ihr als eventuell betroffene Passagiere deutlich besser bedient mit aktuellen und ja, passenden Infos von der Nachrichtenseite eures Vertrauens. Aber die Welle, die dieser Flugbegleiterstreik, unter dem die Fluggesellschaft Lufthansa und natürlich vor allem ihre Passagiere in den nächsten 2 Tagen leiden müssen, die Welle, die dieser Streik im Internet zum aktuellen Zeitpunkt schlägt, ist hoch beeindruckend und deswegen wollte ich doch mal kurz mit euch drüber sprechen. Erst einmal schnell die Fakten. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder zu einem am Donnerstag um 0 Uhr beginnenden und am Freitag um 24 Uhr endenden Streik bei der Lufthansa aufgerufen. Laut Ankündigung betroffen sind alle LH-Flüge, also Flüge der eigentlichen Lufthansa, Flüge mit Flugzeugen, auf denen auch wirklich Lufthansa draufsteht, aus Deutschland heraus. Und damit ja dann auch natürlich Flüge, die wieder nach Deutschland reingehen. Also betroffen ist die Kerngesellschaft Lufthansa. Der UFO-Vorstand bezieht sich damit auf eine vor kurzem durchgeführte Urabstimmung auf der Jahresversammlung der Gewerkschaft. Dort wurden alle Mitarbeiter, die Mitglied in dieser Gewerkschaft sind, von den jeweiligen Lufthansa-Tochterunternehmen oder von der Lufthansa selbst befragt, wie sie zu einer Ausweitung der Arbeitskampfmaßnahmen stehen. Und dort gab es breite Zustimmung von den eigentlichen Lufthansa-Mitarbeitern mit über 86%. Mit anderen Worten, die Gewerkschaft vertritt ihre Mitarbeiter, vertritt deren Meinung und wenn die sagen, es soll mehr Arbeitskampfmaßnahmen geben, mehr Streiks geben, dann gibt es die jetzt halt auch. Und laut UFO-Aussage gab es dann eine vertrauliche Mitteilung an die Lufthansa, woraufhin die Fluggesellschaft hätte reagieren können. Aber das hat sie wohl nicht getan und somit gab es eine öffentliche Streikankündigung. Und das, was man dann da lesen konnte oder im Internet oder im Fernsehen sehen und hören konnte, das klang dann schon fast eher nach Kriegserklärung anstatt nach wirklicher Diskussionsbereitschaft. Probleme sind dabei nicht nur die nicht erfüllten Forderungen der Flugbegleitergewerkschaft UFO, sondern vielmehr die Tatsache, dass für die betroffenen Mitarbeiter innerhalb der Lufthansa schon seit Monaten keine entsprechenden Tarifverhandlungen mehr geführt wurden. Was vor allem daran liegt, dass der Lufthansa-Vorstand die Flugbegleitergewerkschaft UFO nicht mehr als solche oder beziehungsweise nicht mehr als vertretungswürdig anerkennt. Als Verhandlungspartner akzeptiert wird die Flugbegleitergewerkschaft UFO demnach wohl erst dann wieder, wenn ein neuer Vorstand in dieser Gewerkschaft gewählt wurde und der dann auch wirklich feststeht und für das verantwortlich ist, was in dieser Gewerkschaft passiert. Denn der Vorstand bröckelte in den letzten Monaten ganz ordentlich und von ehemals 7 Personen sind zum aktuellen Zeitpunkt nur noch 2 übrig geblieben. Abstimmungen über die neue Gewerkschaftsspitze sollen allerdings erst am 14.02., am 14. Februar 2020 bei der UFO stattfinden und auf diesen Termin jetzt zu warten, ist für den aktuellen Vorstand der UFO keine Option. Streiken kann man ja auch mit einem zweiköpfigen Vorstand. Lufthansa reagierte daraufhin mit einer Einladung zu einem Krisengespräch heute Abend. Das etwas Verzwickte an der Sache ist allerdings, dass sie nicht nur Vertreter der UFO eingeladen haben, sondern auch Vertreter der Gewerkschaft Verdi und Vertreter der noch in der Entstehungsphase befindlichen Cabin Union. Mit anderen Worten dürfte das bedeuten, dass Lufthansa die UFO als mitarbeitervertretende Gewerkschaft gerne ersetzen möchte und sie deswegen auch schon seit Monaten nicht mehr als solche akzeptiert. Tja. Und das findet die UFO natürlich nicht so wahnsinnig toll. Das heißt, selbst wenn die Verantwortlichen der Flugbegleitergewerkschaft heute Abend mit Herrn Spohr reden möchten, das Ergebnis wird höchstwahrscheinlich ziemlich mager ausfallen. Und da stehen wir jetzt also wieder vor einem weiteren Streik bei der Lufthansa, der, wie heißt es immer so schön, auf dem Rücken der Passagiere ausgetragen wird. Erst einmal muss man ganz klar sagen, das, was da jetzt gemacht wird, das ist rechtlich in Ordnung. Das ist erlaubt. Man darf da die Arbeit niederlegen. Das hat gerade erst das zuständige Arbeitsgericht entschieden.
Und das Streikrecht an sich, das ist natürlich ziemlich eindeutig und das haben diese Mitarbeiter natürlich und das dürfen sie auch anwenden. Und dass dort dann aufgrund einer Arbeitsniederlegung ein Produkt oder eine Dienstleistung nicht oder nur verspätet angeboten werden kann, das ist ganz normal, das gehört zu einer Arbeitsniederlegung durchaus dazu. Schaden möchte man damit im eigentlichen Sinne natürlich dem Arbeitgeber und ihn so zum Einlenken bewegen. Allerdings muss man schon auch dazu sagen, dass Arbeitsniederlegungen gerade im Verkehrssektor für die betroffenen Passagiere, Personen, wie auch immer, wirklich ziemlich unangenehm werden können. Egal ob Bus, Bahn oder Flugzeug, wenn diese Sachen stehen, dann trifft das meist auf einmal sehr viele Leute an empfindlichen Stellen. Denn geschäftliche oder private Termine, die sind jetzt nun mal fest und die lassen sich höchstwahrscheinlich auch nicht mehr großartig verlegen. Die Reisen dorthin sind meist zu diesem speziellen Zeitpunkt alternativlos. Und gerade wenn es jetzt um das Thema Flugzeug geht, ist das dann meist auch alles mit ziemlich hohen Kosten verbunden, auf denen letztendlich doch irgendwo der Passagier sitzen bleibt. Lufthansa hilft allerdings mit einem vor wenigen Stunden aufgestellten Sonderflugplan. Dieser besagt, dass am Donnerstag etwa 2300 der ursprünglich mal knapp geplanten 3000 Flüge stattfinden sollen und am Freitag werden es etwa 2400 Flüge sein. Mit anderen Worten, an einem Tag fehlen 700, am nächsten 600, 1300 Flüge werden ausfallen und betroffen sind davon etwa 180.000 Passagiere, was echt verdammt viel ist. Dazu gibt einem die Lufthansa die Möglichkeit, wenn man vom Streik betroffen ist, seinen Lufthansa-Flug auf einen anderen Flug innerhalb der Lufthansa Group einmalig kostenlos umzubuchen. In den nächsten 10 Tagen. Was auch wieder bestätigt, dass die Reisen zu dem bestimmten Zeitpunkt halt eben eigentlich alternativlos sind. Und wenn man sich jetzt denkt, boah, was können denn 180.000 Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhaben, sollen sie halt mal ein bisschen flexibel sein und einfach in 10 Tagen dahin fliegen, wo sie hin müssen. Die meisten hatten sicherlich einen guten Grund, warum sie sich für diesen einen Lufthansa-Flug entschieden haben. Innerdeutsche Flüge können übrigens zu einem Großteil auf die Bahn umgelegt werden, was an sich ja schon mal echt eine sinnvolle und gute Sache ist. Aber was die Lufthansa mit den zahmen Worten "eine Sitzplatzreservierung wird empfohlen" auf ihrer Internetseite andeutet, lässt nur erahnen, was da am Donnerstag und am Freitag los sein könnte auf verschiedenen Strecken. Könnte eventuell ein bisschen stressiger werden. Und so begegnet man vor allem im Internet jetzt natürlich zahlreichen diskussionsfreudigen Menschen, die zu diesem Thema Flugbegleiterstreik eine Meinung haben. Was auf der einen Seite natürlich wirklich gut ist, auf der anderen Seite aber auch schon fast ein bisschen erschreckend. Denn das Verständnis, zumindest kommt es so rüber, das Verständnis hält sich mittlerweile echt in engen Grenzen. Da gibt es dann Kommentare zu lesen, die anfangen bei "Wie können die nur? Bei der Lufthansa verdient man doch so wahnsinnig gut." Und das endet dann bei irgendwelchen hochkomplexen rechtlichen Ausführungen, ob man das jetzt so darf, wie die das machen oder eben nicht. Und dazu vielleicht einfach mal ein paar kleine Denkanstöße, die wir gleich in einer tollen Diskussion verarbeiten können. Zuerst sei gesagt, schon so ein bisschen Schubladendenken. Weil man bei Lufthansa arbeitet, verdient man gut. Ist auf der einen Seite schön für Lufthansa, dass sie es schafft, dieses Premium-Image auch bei den Gehältern ihrer Mitarbeiter so nach außen tragen zu können. Das heißt ja erst einmal nur, dass man erwartet, dass ein Lufthansa-Mitarbeiter gut verdient, dass er gut aufgehoben ist. Auf der anderen Seite auch nicht so schön für die Mitarbeiter, die jetzt natürlich gerne verstanden werden wollen. Eine Sache, die man dabei aber selbstverständlich nicht aus den Augen verlieren darf, ist, dass gerade bei einer Lufthansa in den letzten Jahren natürlich echt eine ganze Menge passiert ist, um den eigenen Standard, den man als Unternehmen bei seinen Mitarbeitern irgendwie etabliert hat, um den immer mehr in Richtung Branchenstandard zu rücken. Was erst einmal natürlich gar nicht unbedingt schlecht ist, aber der Branchenstandard liegt halt mittlerweile doch ziemlich niedrig und ziemlich dicht an dem, was der Gesetzgeber vorgibt. Und Leuten jetzt etwas wegzunehmen, das ist nie cool. Gerade für neu eingestellte Mitarbeiter, in diesem Fall neu eingestellte Flugbegleiter, neue Leute für das Unternehmen Lufthansa, gilt das jetzt natürlich, denn die bekommen Verträge und damit auch Gehälter, die ziemlich nah am Branchenstandard liegen. Was erst einmal auch gar nicht unbedingt negativ zu bewerten ist. Das ist halt in Anführungszeichen normal. Und diese Leute bekommen dann dementsprechend auch, ohne jetzt wirklich genaue Zahlen zu kennen, ein Bruttogehalt von etwa 1700 Euro beispielsweise. Plus entsprechende Zulagen für eine Vollzeitstelle. Selbstverständlich entscheidet ja aber die Airline, ob sie jetzt Vollzeitstellen ausschreibt oder irgendwelche Stellen für ihre Teilzeitmodelle. Irgendwelche Dreiviertelmodelle, die dann vielleicht für etwas mehr Freizeit im Traumjob sorgen, aber auch dementsprechend weniger Geld bringen. Und jetzt kommen von ganz vielen Leuten natürlich ganz viele Argumente, die beispielsweise dann besagen, okay, Flugbegleiter, also gar nicht respektlos gemeint, Flugbegleiter durchlaufen ja jetzt in Anführungszeichen nur eine 6-, 8- oder 10-wöchige Schulung
und kommen dann aufs Flugzeug und verdienen dann das Geld. Das ist doch gar nicht schlecht. Ist ein Argument, aber hier jetzt eine Grundsatzdiskussion darüber zu führen, ob dieser Job an sich gut bezahlt ist oder nicht und vor allem, wie das im Vergleich zu anderen Jobs aussieht, das ist sicherlich immer schwierig und vielleicht auch gar nicht unbedingt Kern der Sache. Dann heißt es, hätte man ja nicht unterschreiben müssen. Man hat dieses Gehalt ja akzeptiert, was prinzipiell auch erstmal natürlich gar nicht falsch ist. Aber es geht da, glaube ich, um viel mehr. Und das ist so ein Standardargument, was wieder in die gleiche Richtung geht wie das, was wir eben besprochen haben. Jetzt wird dann gesagt, okay, das Gehalt gilt dann ja aber auch wirklich nur für die ganz neuen Leute, die gerade neu mit dabei sind. Und auch das ist natürlich nicht falsch, aber es macht halt einen Unterschied, ob ich mit 18 Jahren kurz nach meinem Abitur jetzt einfach mal ganz kurz in die Kabine gehe, weil ich einfach mal Bock drauf habe, das auszuprobieren und das einfach mal spannend finde, das einfach mal herausfinden möchte, wie das so ist, wie das so läuft. So habe ich das nämlich gemacht und natürlich, ich wusste, worauf ich mich einlasse und natürlich habe ich dieses Gehalt akzeptiert und für 8 Wochen nach dem Abitur in so einem Flugzeug stehen und durch die Weltgeschichte fliegen und dafür das Geld bekommen, war das, was ich da bekommen habe, vollkommen in Ordnung. Ist aber ein Unterschied zum anderen Extrembeispiel in Anführungszeichen, wenn die vorherige Airline beispielsweise pleite gegangen ist, was in letzter Zeit durchaus mal vorgekommen ist und die neue Airline, bei der man jetzt anfangen möchte und stolz wie sonst was ist, die Erfahrung, die man hat, ob das jetzt 20, 25 oder 30 Jahre sind, die möchten sie einfach nicht akzeptieren, weil sie es nicht müssen, weil es in der Luftfahrt nun mal so läuft. Man bekommt eine Senioritätsnummer und gut ist. Das ist dann wieder ein anderes Thema mit 1700 Euro brutto. Und die Leute mit den tollen und alten Verträgen, wie es immer so schön heißt, die Leute, die doch, wie es auch immer so schön heißt, eigentlich gar nichts zu meckern haben, naja, die trifft man halt mit anderen Maßnahmen. Beispielsweise, was haben wir in den letzten Monaten alles über die Lufthansa gelesen? Mit einem Flugbegleiter weniger auf der Langstrecke. Was prinzipiell nicht für Sicherheitsbedenken sorgt, weil es halt eben auch anders funktioniert. Was aber sicherlich für etwas mehr Arbeitsbelastung sorgt. Und so erzieht man sich natürlich seine Leute zwangsweise zu mehr Produktivität und mehr Effizienz. Was, wie gesagt, auf der einen Seite komplett nachvollziehbar ist aus Sicht des Unternehmens, weil man natürlich näher in Richtung Branchenstandard rücken möchte und muss, weil dort andere Unternehmen effizienter arbeiten können als man selbst. Auf der anderen Seite stehen dann aber die Mitarbeiter, die man auch auf jeden Fall nachvollziehen kann. Denn es gibt ja auf jeden Fall sehr gute Gründe dafür, dass dieses Unternehmen durchaus ein gutes Stück oberhalb des Branchenstandards funktionieren kann. Ja, worauf ich hinaus möchte ist, dass es natürlich ganz klar immer zwei Seiten gibt, die man nicht unbedingt gegenseitig verstehen muss, aber die man auf jeden Fall respektieren muss. Und diese zwei Seiten wird es ja auch immer geben. Das wirklich Traurige daran ist eigentlich nur, dass diese beiden Seiten zum aktuellen Zeitpunkt und auch schon seit einigen Wochen und seit einigen Monaten nicht miteinander reden. Und darunter leiden wie immer die Passagiere, ganz klar. Und an der Stelle bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Wie gesagt, ich freue mich auf ein bisschen Diskussion und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich hoffe, ihr kommt alle pünktlich und sicher ans Ziel. Seid nicht allzu schwer von diesen Streiks betroffen. Und dann, ja, bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.